Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute Kentucky Route Zero. Für alle von euch, die das noch nicht kennen oder noch nie gehört haben, das ist ein Indie-Spiel und zwar so eine Art Adventure, möchte ich mal sagen. Ich weiß auch noch nicht so richtig viel drüber. Es ist zwar jetzt schon seit einiger Zeit im Handel, also seit Januar ist der erste Akt zugänglich. Der zweite Akt kam dann irgendwann, glaube ich, jetzt im Sommer. Und es wird dann noch Akt 3, 4 und 5 geben, aber das dauert wohl noch ein Weilchen. Und währenddessen werfen wir mal einen kleinen Blick in Act 1, was uns hier erwartet. Und los geht's. Truck und Dog. Und das dürfte ein Augensymbol sein. An old hound and a straw hat. Both have seen better days. A moving truck rumbles softly to itself. Painted on its side are the words Lisette's Antiques. Furniture, Glassware, Curiosities. So. Mit Linksklick kann ich mich bewegen. Hier ist ein Attendant. Joseph sits between gas pumps in a Queen Anne armchair. His hair is grey and his glasses darkened. Können wir mit ihm sprechen? Damn, did you hear that wreck? Truck full of bottles. I don't know, beer bottles? Whiskey? Lost a tire or something and spilled booze and glass all over the interstate. What a mess. I hope they don't come down here looking for anything. We blew a damn fuse and it's all shut off. Did I hear a dog? What's your dog's name? Ah, also wir sind wohl Conway. His name is Homer oder Homer. Her name is Blue. Just some dog. I don't know his name. Was wird mir denn am besten gefallen? Ich sag, her name is Blue. Blue sounds is like a sweet old hound. I used to know a dog like that. Hey, here's some jerky for Blue. I made it myself. Didn't turn out too well, but I bet a dog will eat it. Getting late, right? I can feel the sun on my neck. I bet it's just a few feet off the horizon. So, wir müssen nach Dogwood Drive. I've got a deliver. Ah, okay. Also ich müsste eine Lieferung machen nach Dogwood, aber ich würde mir viel lieber den Sonnenuntergang ansehen und das stimmt auch. Mit einem Bierchen aus der Tankstelle in der Hand. Mit meinem treuen Hund zusammen den Sonnenuntergang ansehen. Yeah, it's the truth. You have got to stop and breathe in the road. I bet while you're out driving, you let your eyes wander up the tree line and you just, well, I bet you're more of a poet than old Joseph. Do you like poetry? Oh, I just like to listen to the TV. I used to do a lot of poetry on the computer, but I don't have the ear for it lately. Listen, you and Blue would have been driving up and down 65 all night. Dogwood Drive is on the other side of, well, to get there, you've got to take the Zero. The Zero is a tough route to find, but I can use my computer to look up directions. We'll have to head down into the basement and reset the circuit breaker first. I'll be happy to have those warning lights back up anyway. It's too damn quiet out here. The basement door is back there in the office. I appreciate your help, friends. Oh, and here, take this lamp. It's get dark. Okay, das heißt, wir haben eine Lampe und jetzt heißt auch der Hund wirklich Blue. So. Lampe an, Lampe aus. Okay. Und da geht's zum Basement. Habe ich hier irgendeine Art von Inventory? Nee. Ich mache mal. Achso, ich muss nur auf den Pfeil klicken. Okay, that was easy. Und es geht nach unten. Ich kann hier auch nicht reinzoomen. Okay. Die Grafik finde ich ziemlich gut. Oh, da sitzen Leute. Schauen wir uns aber erstmal um.
Emily, Ben and Bob sit in folding chairs behind a worn card table. Papers, oddly shaped dice and highway maps cover the tabletop. Oh, sorry, didn't know there was anyone down here. Did you hear something? No, sorry, I was looking at the rules again. It's get easier as you go. Look, you said you rolled a 5, right? That means you get to pick up your marker and move it anywhere on the map. So it's your turn now, right? Oh yeah, I guess so. Where'd you put the 20-sided die? I don't see it. Did you drop it? Ooh, it should be easy enough to find. It glows in the dark. Tut's wohl ni- Ah. Okay. Tut's wohl vielleicht nicht. Ich red nochmal mit ihnen. I just need to get by for a minute. Did you lose something? Did you lose something? I think it rolled down off to the left there, but I don't see it. Well, I'm not going to looking for it. It's too dark down there. One of you go down and get it, and I'll just study the rules here. Okay, also sollten wir... Ah, da ist ein Sign. A dusty, rusty sign is bolted onto the wall. These are the rules. No open flames near the gasoline. No consumption of beer spirits on the premises. In case of sudden darkness, do not panic, relax, count backwards from 5. Strictly limit the time spent in the basement to fewer than 3 minutes of every hour. Okay, die halten sich wohl nicht so gut dran. Und da haben wir's. The game piece. The number 5 is facing up. It's just a small piece of plastic, but it has a reassuring, almost comforting weight. He places the object in his jacket, in his pocket. Da kann ich eh nicht runter. Dann gehen wir wieder nach oben und geben den Würfel mal wieder zu den Jungs und Mädels, die hier sind. Keiner mehr da. So. Lassen wir den da oder nehmen wir ihn mit? Wenn hier eh keiner mehr ist, wir nehmen ihn mit. Vielleicht treffen wir sie draußen. So, und hier waren die Breaker irgendwo. Ah, und jetzt läuft die Bude auch wieder, so wie sie aussieht. Okay. Und jetzt kann ich allerdings... Ah doch, da kann ich wieder wohin gehen. Ist noch ein bisschen strange, das Ganze. Aber es gefällt mir extrem gut bisher. Und wir haben Licht. Und Musik haben wir auch noch. Hi Blue, hast du mich vermisst? There it is. Just listen to those lights whine. Yep. Well. Achso. There were some people down in your basement playing some kind of game, but they're gone now. In the basement? No, I don't think so. Maybe that lamplight was playing tricks on you, huh? Well, strange things happen underground, especially in the dark. So, computers in the office. You're looking for Marquez. She knows her way around those roads. She'll get you to the zero. The password is, I usually just fill it out. Muscle memory, you know? It's kinda long, kinda like a short poem, I think. One of those short poems that really sums it all up. You'll figure it out. Okay, ganz klar. Ein Passwort, das wir nicht kennen. Gehen wir mal zum Computer. Schauen wir mal. Conway taps a key, waking the computer from its reverie. Conway. Joseph. Joseph. Password. Wheels slide loose, the stars drop away. I talk and listen to him talking. Was ist denn ein schönes Poem? The stars drop away. Nobody saw the accident, the moon drops. It's late. Ach so, the stars drop away, the moon drops. You just the lights whine. Okay.
How it's going? They figured all out? Sure you are. Games Exit. Was brauchen wir? Address Book, oder? Der Zero. Marquez. Er hat gesagt, wir brauchen Marquez. 100 Macondo Lane. Head northeast on 65 and turn left as soon as you see that ugly tree that's always on fire. Look for the barn at the base of the mountain. There, can't miss it. Got it? Out there in Macondo somewhere, right? Yeah, that's it. Hey, look, while you were down there, I loaded that old TV of mine into your truck. I borrowed that thing from Viva Marquez a number of years ago. Now that the power is all weird over there, I can pick up anything but static and public access anyway. She was always more of a reader, but maybe she'd want it back at home. It's a nice TV. Und das heißt, wir fahren jetzt seinen Fernseher? Irgendwie strange, was hier abgeht. Sun's gone down. You and Blue better get on that road if you're gonna make a delivery. Okay, Blue, come on. How's it going, Blue? How about a threat? What do you think of this place? It's odd, I never noticed it driving by. Seems like they're really on the rocks. It's odd, I never noticed it driving by. Take it easy, Blue. So, und jetzt fahren wir mit unserem Truck weiter, würde ich sagen. Ah, und hier haben wir auch eine Karte. Und da ist die 65. Jetzt hätte ich mir nur noch merken müssen, wie es richtig ist. Aber wir müssen doch hier lang, oder? Da ist der Burning Tree. Ja, und dann... Ich will nochmal zurück zum Burning Tree. Kann ich mir den ansehen, bitte? A tall black oak burns on a hill above the road. Habe ich eigentlich auch irgendwo ein Menü? Ja. Ich kann hier nur machen Save and Quit, okay. Notes. Marquez Farm. Head northeast on 65 and turn left as soon as you see that ugly tree that always on fire. Okay, das heißt left. Und da ist das Marquez Farmhaus. Nice. Na, dann sehen wir uns das doch mal an. Ah, Act 1, Scene 2. Marquez Farmhouse. Und ich habe einen ganz trockenen Mund. Ich trinke mal eben einen Schluck. So, bin schon wieder da. Wir haben ja unseren Truck, wir haben Blue und wir haben eine Lampe. Hier fürs Erste zumindest mal. Gehen wir mal hier lang. Ist das hier das Marquez Farmhouse oder ist es da links oder rechts oder whatever? A street lamp lights the base of a dusty path leading up the hill. Ach so, das heißt, wir könnten darauf laufen. I see, I see. Sieht ja gemütlich aus hier. Ach, und da ist das Farmhaus. Okay, ich verstehe. Ein Friedhof. Oh, wunderbar. A family graveyard is set off to the side of the house. Headstones are inscribed with the surnames of the unfortunate. Nowakowski, Padilla, Marquez. Ja, uns bleibt wohl nichts anderes über, als zum Haus raufzugehen. Also der Grafikstil ist echt geil irgendwie, finde ich. Light Switch. Ja, warum nicht? Machen wir ein bisschen Licht. Ach, Weaver. I was just thinking what a lovely house we have. Do you like it? Have you been here before? Did you happen to see an owl? No, I've never been here before. I know. It must be seem very strange to you. I was here when this house was built, so it's never been strange to me. There used to be another house here, but we had it destroyed. And we built this one. It was very expensive and we got quite underwater.
What do you do for work? Is it too difficult or do you like it very much? I was once a mathematician. Are you looking for something in particular here? Mann, hat die viele Fragen. I drive deliveries for a small antique shop. It's better than. Yeah, I drive deliveries for a small antique shop. I believe it's hard times for a small antique shop. It's hard times everywhere, even out there on your little farm. On our little farm. My parents stopped paying the bank a while back. I shouldn't even been here, but I just stayed. I have some notebooks. I'm only a little bored. I might prefer to watch TV occasionally. Joseph says you're too smart to watch TV. Actually, I have a TV here that I think belongs to you. Will you please set it up? Then I can explain to you how to get where you're going. The zero, I know. Woher weißt du das? Aber okay. Was macht die hier so alleine hier draußen? Und was machst du hier? Und was passiert hier? Ich meine, klar, wir haben jetzt hier einen Fernseher, aber was ist denn das da hinten auf einmal? That's not how it's supposed to look. You've made a mistake setting it up. It's a foreign object to you. Which of your parents was it who wouldn't allow you to watch television? Was? Das heißt, wir können uns jetzt selber unsere Hintergrundgeschichte schreiben. Okay. Also ich sag mal, unsere Mutter glaubte. Nee, mein Vater hat gedacht, es war radioaktiv. I know about that. He was ill, wasn't he? Mentally. I mean, kind of cautious, timid. Okay. No, things just had to be a certain way. You have it all backwards. I'm not surprised, are you? Have you been paying attention? I don't think you have. It's time to start paying attention now, Conway. Look closely at the TV. Okay, schauen wir uns das mal an. Was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Hey, hey, wake up. You spaced out for a minute. What do you keep out in the barn? Used to be tools and feet, then books. Now I think it's mostly spiders. The TV is picking up the wrong signal. My cousin Shannon would know more about. She fixes TV for a living. Well, she used to. I think the new models are giving her some trouble. Your cousin? That's my father's brother's daughter, Shannon. We're about the same age. Well, we used to be. She's older now. WTF. She has a workshop up north a ways by the lake, right where Peonia and Wax Road meet. It's a big bait and tackle shop, and she fixes TVs in the back. Do you like fishing? Honestly, I'm not convinced you should bother with the zero. I'd much rather you find my cousin and fix my TV, but I'll get you headed the right way. So it's pretty easy. Get back on 65, heading north, then take the first right after the artificial limb factory. From there, your arrival at the zero is basically inevitable. Nice to know you, Conway. Keep your eyes open. What the hell happened to me? Keine Ahnung, was hier abgeht. Und das gefällt mir, ganz ehrlich. Und wo ist Weaver jetzt hin? Und was passiert hier mit den Wänden und dem Fernseher und so ziemlich allem? OMG. Gut, wir gehen jetzt wohl outside, denn was anderes kann ich gerade nicht machen. Und bevor wir irgendwohin weiterfahren, würde ich sagen, beende ich dann auch den ersten Part hier von Kentucky Route Zero und hoffe, ihr findet es zumindest mal genauso spannend, wie ich es finde. Die Grafik ist ziemlich cool. Das Ziel ist noch ein bisschen unklar, aber wir sind irgendwie gerade dabei, ein bisschen was über uns zu lernen. Was ist denn jetzt los, Blue? Hast du ein Radio angemacht? Ach nö.
Gut, an dieser Stelle mache ich Save and Quit. Ja, ich bin gespannt, wie euch das Spiel gefällt und was ihr für Gedanken habt, wie das wohl werden wird. Ich bin auf alle Fälle echt gespannt, wie es weitergeht. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis bald, euer Chris.